Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal, denn heute zeige ich euch einen richtig einfachen Money Glitch. Und das Coole ist, Leute, wenn euer Freund einmal in diesem Modus drin ist, könnt ihr euch so viele Fahrzeuge duplizieren, wie ihr wollt. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich jetzt schon mal bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen. Und Leute, die meisten meiner Zuschauer sind nicht meine Abonnenten, deswegen geht sicher, dass ihr mich abonniert habt. Und falls euch das Video wirklich nicht gefällt, könnt ihr mich immer noch deabonnieren. Deal? Deal. Aber gut Leute, was braucht ihr denn für diesen Glitch? Für diesen Glitch braucht ihr ein MOC. Im MOC, im dritten Abteil Leute, braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Und im Lager für persönliche Fahrzeuge braucht ihr ein Fahrzeug, was ihr über diesen Glitch verlieren könnt. Also zum Beispiel einen kostenlosen LG oder wie ich hier im Video, einen Fahrzeugroller. Außerdem braucht ihr auch noch für diesen Glitch ein Casino inklusive Penthouse-Garage. Und ganz wichtig Leute, das Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt, muss im Casino-Penthouse-Garage stehen. Also in meinem Fall ist es zum Beispiel der Easy aus der Arena-Werkstatt. Der bringt bei solchen Glitches einfach am meisten. Außerdem Leute, braucht ihr für diesen Glitch auch noch einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Und dieser Freund braucht wiederum auch das Casino. Aber ganz wichtig Leute, er braucht nur das Casino mit einem Job, und zwar einem markierten Job. Und diesen Job findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und ganz wichtig Leute, dieser Job muss sichtbar sein für euren Freund. Er muss sichtbar sein im Casino Penthouse. Aber Leute, ihr habt irgendwie Probleme, jemanden zu finden, der euch bei diesem Glitch hilft, oder ihr generell Fragen habt zu diesem Glitch oder anderen Glitches, dann kommt doch einfach auf den Discord-Server von mir drauf, denn dort helfen wir euch gerne weiter. Aber gut Leute, ich würde sagen, wir fangen doch mal direkt mit dem Glitch an. Als erstes Leute, seid ihr mit eurem Freund einfach in einer Einladungssitzung. Denn als erstes muss sich euer Freund verglitschen. Das bedeutet, wir sind jetzt in der Ansicht des Freundes, deswegen Achtung Leute, wir sind jetzt Ansicht des Freundes, denn euer Freund muss sich jetzt verglitschen. Das bedeutet, er geht einfach in sein Casino Penthouse rein. Ist er im Casino Penthouse reingegangen, geht er jetzt zum Servicetelefon und drückt die rechte Pfeiltaste. Und ja, ihr müsst ein bisschen schauen, dass er nicht in den Job reingeht, sondern wirklich nur das Servicetelefon nutzt. Also müsst ein bisschen achten. Denn jetzt bestellt ihr ein Fahrzeug aus der Penthouse-Garage. Irgendein Fahrzeug, ist völlig egal welches Fahrzeug. Euer Freund wird dieses Fahrzeug natürlich nicht verlieren. Hat er das Fahrzeug rausbestellt und ist draußen gespawnt, steigt er aus und ganz wichtig Leute, er lässt es wieder einlagern. Ganz wichtig für diesen Glitch. Denn als nächstes geht er wieder zu Fuß in sein Penthouse rein. Und jetzt Leute, kommt ein bisschen tricky Part. Denn jetzt geht er wieder mit rechte Falltaste ins Servicetelefon. Und ganz wichtig, Leute, er geht nicht in den Job rein, sondern ins Servicetelefon. Und sobald er die rechte Pfeiltaste gedrückt hat für das Servicetelefon, wählt er wieder das gleiche Fahrzeug aus, was er eben ausgewählt hatte bei diesem Menü. Und ganz wichtig, Leute, jetzt kommt es ein bisschen aufs Timing. Sobald euer Charakter das Telefon wieder hinlegt, ne, dann muss er die rechte Pfeiltaste spammen, um den Job zu starten. Denn er hat ja ganz weit oben links die Meldung, rechte Pfeiltaste, um einen Job zu starten. Und Leute, das könnte vielleicht ein paar Versuche brauchen, bis es hinbekommt. Aber in meinem Fall war es ja kurz bevor er das Telefon hingelegt hat. Also versucht's einfach. Und wenn alles funktioniert hat, Leute, müsste euer Freund durch die Map fallen. Wenn das nicht passiert, ihr irgendwie durch die Map fallt, aber im Auto drin sitzt und kurzer Zeit später oben spawnt oder sonst irgendwas, zählt das nicht. Es muss genau so sein wie hier im Video. Und wenn euer Freund dann später wieder an der Oberfläche gespawnt ist, kann euer Freund auch kontrollieren, ob er im Modus ist. Das bedeutet, er öffnet einfach das Interaktionsmenü und schaut, ob er da Penthouse Management hat. Wenn er das hat, Leute, perfekt. Er ist bereit für den Glitch. Gut, ihr kommt jetzt einfach mit eurem MOC zu eurem Freund auf dem Casino Parkplatz. Denn jetzt steigt er aus, geht zu eurem Freund und bestellt ihn einfach irgendein Fahrzeug von euch. Und ganz wichtig, Leute, dieses Fahrzeug werdet ihr nicht verlieren. Ganz wichtig, es ist völlig egal, welches Fahrzeug ihr ihn jetzt dahin stellt. Also in meinem Fall habe ich es einfach als MC-Präsident registriert und habe ihn da eine Sanchez hingestellt. Und Leute, auch hier wiederum beachten, der Fahrzeugzugang muss hier auf Beifahrer sein. Falls ihr das nicht habt, Leute, kontrolliert das nochmal ins Interaktionsmenü, geht auf Fahrzeuge und kontrolliert auf den Fahrzeugzugang. Gut, habt ihr auf Beifahrer gestellt, kann euer Freund einsteigen. So, jetzt müsst ihr ein paar Meter vor eurem Freund weg, denn jetzt müsst ihr das Fahrzeug bestellen, was ihr für diesen Glitch verliert. Also in meinem Fall ist es ja der Fahrzeugroller im MOC. Kann auch ein kostenloser LG sein oder ein anderes Fahrzeug. Aber gut, Leute, ihr müsst dafür jetzt natürlich ein paar Schritte weiter weggehen. Also in meinem Fall mache ich das wieder über das MC-President-Menü. Aber ihr könnt natürlich jetzt auch einfach weiter weggehen und auch einen Mechaniker anrufen und das Ganze über Mechaniker machen.
Seid jetzt also weit genug weg von eurem Freund und hat das Fahrzeug bestellt, werdet ihr merken, dass das Fahrzeug irgendwie nicht kommt. Und Leute, das ist richtig geil, denn das bedeutet, der Glitch ist praktisch schon geschafft, denn das Fahrzeug wird nie kommen. Und das ist perfekt, denn jetzt lauft ihr zu Fuß in eure Penthouse Garage rein. Seid ihr in eure Penthouse Garage drinne, steigt jetzt in das Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt. Also in meinem Fall der Izzy aus der Arena-Werkstatt. Und wenn ihr jetzt einfach mal R2-Taste drückt, werdet ihr merken, jo, ich kann da rumfahren. Hä? Wie? Und Leute, ja, funktioniert das einfach, ist einfach verbuggt, ist einfach so. Denn jetzt müsst ihr eurem Fahrzeug zur Garagenausfahrt fahren und einklemmen. Das bedeutet, ihr nehmt jetzt einfach die Fahrer- oder Beifahrerseite und fahrt zur rechten Garagenhälfte. Und ganz welche Leute, es geht nur die rechte Garagenhälfte und packt es jetzt dahin, so wie ich es jetzt hier mache. Denn jetzt steigt ihr aus und nehmt irgendein anderes Fahrzeug aus eurer Garage und klemmt die freie Seite von eurem Fahrzeug ein, was ihr euch duplizieren wollt. Habt ihr es ganz gemacht, müsst ihr jetzt kontrollieren, ob ihr es auch richtig gemacht habt. Das bedeutet, ihr steigt jetzt aus, geht zu eurem Fahrzeug hin, was ihr euch duplizieren wollt und drückt Dreieck, um einzusteigen. Und wenn jetzt hier alles funktioniert hat, Leute, müsstet ihr rein und raus teleportiert werden, jedes Mal, wenn ihr Dreieck drückt. Und wenn ihr das habt, Leute, könnt ihr jetzt zur Garagenausgang gehen, so dass sich oben links das Menü öffnet und ihr werdet natürlich jetzt Penthouse Garage verlassen aus. Aber nicht X drücken, nur auswählen. Denn jetzt kommt ein kleiner Timing-Part, aber so schwer ist es jetzt auch nicht. Denn jetzt müsst ihr Dreieck und X gleichzeitig drücken. Das bedeutet, ihr steigt auch ein Fahrzeug ein, was ihr stabilisieren wollt und geht gleichzeitig aus der Garage raus. Und wenn alles funktioniert, Leute, müsstet ihr mit eurem Fahrzeug draußen spawnen. Seid ihr draußen gespawnt, könnt ihr zu eurem Freund fahren und sagen, ey yo, steig mal bitte ab. Und Leute, sobald ihr ausgestiegen ist, achtet aufs Nummernschild, ändert sich das Nummernschild. Denn das Fahrzeug bekommt jetzt hier in meinem Fall das Nummernschild vom Fudge-Roller vom MOC. Und das bedeutet, Leute, es ist jetzt schon euer Duplikat. Um euer Duplikat jetzt einfach abzuspeichern, Leute, fahrt jetzt einfach zum MOC, drückt die rechte Pfeiltaste und fahrt in eurem MOC rein. Und sobald ihr in eurem MOC drinne seid, zack, bum, bam, das Fahrzeug gehört euch. Wie geil ist das denn? Und Leute, wir können das Fahrzeug direkt verkaufen. Das bedeutet, wir gehen zur LS Custom und schauen mal, was das Fahrzeug denn so bringt. Gut, in meinem Fall, da ich ja nicht komplett aufgerüstet habe, ne, zum Beispiel die Waffen hinten und sonst irgendwas, bringt meiner nur 1,5 Millionen GTA-Dollars. Aber wenn ihr diesen Izzy komplett auftunet, was geht, also das teuerste etc., könnt ihr sogar 1,8 Millionen Dollar rausholen pro Duplikat. Und das Coole ist, Leute, dieser Glitch bringt euch Clean Dupes. Das bedeutet, ihr habt eine deutlich geringere Wahrscheinlichkeit, irgendwelche Konsequenzen für diesen Money Glitch zu bekommen. Aber gut, Leute, das war's schon mit dem Glitch. Ihr könnt es natürlich jetzt immer weiter glitchen, da euer Freund ja immer noch in einem Modus drin ist. Das bedeutet, ihr holt jetzt einfach wieder einen Fudge-Roller in euren MOC und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Aber wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich übelst freuen, wenn ihr einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Aber ich bin mal raus, Leute. Bis dann, euer Wombat. Ciao.